Bitte mach dir nie. Ich hab das Kopf. Euch heute hier versammelt. Wisst ihr eigentlich warum? Nein. Wir haben eine sehr, sehr, sehr tolle Idee heute. Leute, wir machen nämlich heute eine Challenge. Und zwar, jeder von euch muss heute ein Musikvideo erstellen und hat nur einen Tag dafür Zeit. Mit Song. Ich mach keinen Song. Doch. Auf keinen Fall mache ich einen Song. Singen. Yeah, ich kann das, nicht. Es wird einfach nur der Hammer, ich merke das schon. Dann heute Abend treffen wir uns hier wieder und schauen uns alle Musikvideos an. Und wer das beste Musikvideo hat, gewinnt ein Preisgeld von 1 Milliarde Euro. Ich weiß, ich weiß nicht, überlege ich mir noch, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall wird dir was gewinnen. Wer entscheidet, wer gewonnen hat? Das entscheidet natürlich ich, du Vollidiot. Aber jeder von euch kriegt jetzt einen kleinen Set, den öffnet ihr aber erst zu Hause. Dann für euch, jeden für euch einen tollen Song, der sehr gut zu euch passt auf jeden Fall. Das wird der Hammer. Okay, ich bin gespannt. Let's go, die 24 Stunden beginnen ab jetzt. Okay, Leute, wir sind in der Johannes-Wohnung und ich würde sagen, langsam wird es Zeit, eure Zettel zu öffnen. Nein! Für Musik ist es. Ich hab Angst, ich hab Angst. Aber ich kann nicht singen. Ich bin auch gesagt, nein, nein. Sie kann nicht singen. Wer möchte als erstes wissen, was er machen muss? Stark Schnuck. Schau rein, was hast du für einen Song? I will always love you. And der hat fast gar keine Hintergrundmusik, das heißt, es wird nur auf deine Stimme basiert. Du brauchst es, weil du nicht singen kannst. Das ist wie bei, wir sind wie bei The Voice of Germany. Außerdem haben wir noch den Star-Produzenten Keanu am Start. Er hat gemacht. Er wird gleich die Songs machen. Also schaut auf jeden Fall bei Keanu vorbei. Ehre, dass du es hier machst. Normalerweise kommt dann auch gute Musik. Heute machen wir leider nur Müll. Ich meine natürlich mega gute Sachen. Okay, Isabel, was sagst du zu deinem Song? Findest du ihn gut? Ja, ich kann aber nicht singen, ne? Wir haben doch Keanu, der macht das, der macht das. Ach, Autotune rauf und das passt. Ja, okay, ja, okay. Das ist okay, Johannes, jetzt kommt Johannes' Song. Einmal um die Welt, mein Fucking Grow. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Mein Grow! Weil ich Johannes' Rap-Künste so gut finde. Dir das Video, das wir drehen, eine eigene Kunst. Ich kann ja nicht rappen. Ja, ich weiß. Aber ich mag Crow. Fangen wir mal an mit dem Produzieren. So dann über London. Okay, wir haben's. 1, 2, 3, 4. Oh, Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Ja, ich kann den Text nicht mehr, Digga. Ich kann den Text nicht mehr. Ich freue mich so heftig darauf. Es wird einfach der schönste Tag meines Lebens. Dabei, du darfst eigentlich gar nicht mit dabei sein. Janis, bist du schon in Stimmung? Nein. Hast du Bock? Ich werde die ganze verkacken am Anfang. Ist ja klar, ne? Ach, dafür sind wir hier. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Ja, wenn ich das so könnte, würde ich nicht hier sitzen. Ich hasse dich, Moritz. Das ist so cool, das machen muss hier. Und das ist auch noch Film. Baby, Mütze macht... Ah, Digga. Ja! Kannst du mir... Mach dir nie mehr. Jetzt wäre dein Einsatz gewesen. Perfekt, Janis. Baby, bitte. Ne, Digga, ich kann das nicht. Yeah. Das ist so ein Druck, wenn du die Kamera drauf hältst, Digga. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Egal, wohin wir fliegen. Ja, Digga. Yeah. Bis dahin. Bis dahin, war's gut. Ich hatte nicht bis. Aber es war gut. Das war aber scheiße. Digga, es war aber scheiße. Das war aber scheiße. Isabel! Es war so unangenehm. Das war so scheiße. Es war so schlecht. Jetzt bist du dran. Hast du die Texte schon nachgeschaut? Texte? Denkst du, du traust dir das zu, ja, oder? Ja, okay, so gut. Okay, Isabel, du schaffst das jetzt. I think of you every step and tonnenweise Autotune drauf. Okay, Isabel, das war wirklich eine Glanzleistung. Ich glaube, dein Video wird das Beste werden. Ja. Ja, der Hammer, Leute. Ich würde sagen, das ist das Endresultat mit einem Musikvideo. So, Lea, die anderen sind schon fleißig am Musikvideo machen. Du musst jetzt auch herausfinden, was du hier in deinem Zettel drin hast. Dicke Klippen von Hey Moritz. Din, 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 din. Das schaffe ich schon. Ich habe ja den Star-Producer Keanu auch an meiner Seite. Das wird auch ja. Also ich muss sagen, Keanu hat schon echt sehr gute Sachen heute machen müssen. Ja, richtig gut. Hello! Das wird super. Okay, Lea, dann würde ich sagen, du musst jetzt meinen Song singen. Warum ist außerdem auch wieder dabei? Was hältst du von der ganzen Sache? Sing ich auch? Ja. Oh mein Gott. Die pinken Kopfhörer, Leute, aus den legendären Videos.
Ich hab das Copyright auf den YouTube-Strike. Yeah, Mann! Jetzt kommt der Hauptpart. Jetzt geht's richtig ab, Junge. Ich hab. Ja, Junge, du hast den Anfang. Du hast den Anfang gehabt. Okay, Leute, ich würde sagen, das nehmen wir jetzt auf und dann geht's ans Musikvideo. Dann haben wir fleißig die ganzen Musikvideos gedreht und es sind so viele Fails dabei passiert. Oh mein Gott. Alleine bei Johannes Musikvideo. Guck. Sag mal die ganze Zeit: Fliegen um die Welt, fliegen um die Welt. Das soll was werden. Das Ganze wurde noch bis tief in die Nacht geschnitten und am nächsten Morgen ging es los. Okay, Freunde, Musikvideos sind fertig. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich bin unfassbar gespannt. Mit welchem Song wollen wir anfangen? Mit Johannes. Isabels. Mit Isabels Song. Oh, ja. Yeah. Okay, Leute, ich würde sagen, Isabels Musikvideo. Let's go. I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Yeah! Will always love you. Oh, ich hab Gänsehaut vor Cringe. Gänsehaut. So gut, so gut. Wenn mir gefallen, sing bitte nie wieder. Wir gehen jetzt direkt mal zum nächsten und zwar kommt jetzt Johannes Song. Leute, let's go. Ich hab so Angst darum. Johannes Lied. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Gib mir nur deine Hand, ich kauf dir morgen die Welt. Egal wohin du willst, wir fliegen um die Welt. Tanz sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Baby, bitte mach dir nie mehr Sorgen. Verlierer. Also wirklich, das war, nein, ein Weltenschnitt. Das ist ja absichtlich lustig. Das war selber lustiger. Meins war auch absichtlich lustig. Nein, ist einfach nur schlecht. Okay, ich würde sagen, jetzt kommt Leas. Und Lea, willst du den Leuten sagen, was du für einen tollen Song hattest? Ich hatte dicke Klippen von Hey Moritz. Was? Eine Scheiße. Guck mir mal Leas Song rein. Ich hab das Copyright auf den YouTube-Strike. Ich kann's am besten, weil ich nach wie vor gesperrt bleib. Das interessiert mich nicht gerade. Chill in Malle mit brauner Farbe. Fängt der Pool an zu heizen, spring ich rein wie ein Hase. Ich hab dicke Klippen, ich hab dicke Klippen. Ah, ich hab dicke Klippen und sie stehen einfach so herum. Lol. It's definitely the best. Es ist auf jeden Fall das Beste. Also, ja, es ist jetzt wirklich eine schwere Entscheidung, Leute. Wer kriegt das Preisgeld? So ein super euch? Video. Wer kriegt das Preisgeld? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich kann das hier gar nicht entscheiden, wer das Preisgeld bekommt. Ich glaube, wir müssen die Zuschauer entscheiden lassen, wer das Preisgeld bekommt. Okay, meine Freunde, wir machen das jetzt so. Ihr könnt entscheiden, wer gewonnen hat. Und zwar jetzt in meiner Insta-Story auf @heymoritz. Jedes von den Songs drin und ihr könnt abstimmen, welches ihr am besten fandet. Leas, Johannes oder Isabel. Ich will gar nicht gewinnen.